Wir haben in der ersten Lesung heute aus dem Buch Samuel gehört, und das Buch Samuel beschäftigt sich unter anderem und am häufigsten auch aber mit dem König David, wie er König geworden ist und was er dann später gemacht hat. Und heute hören wir also eigentlich das Ende der Geschichte, wie er zum König wird. Und das ist eine bisschen komische Situation oder schwierige Situation für David, weil er war mit Saul befreundet. Saul ist der amtierende König, der erste König Israels. Und sie sind Freunde, und irgendwie in dieser Freundschaft beruft Gott David, dass er Saul ersetzt. Also Gott sagt, du wirst König von Israel und Saul werde ich absetzen, weil er es nicht würdig ist. Und der Saul war eigentlich kein schlechter Kerl. Am Anfang seiner Königsherrschaft hat alles gut funktioniert. Er hat auf die Gesetze Gottes geachtet und er hat auch auf die Menschen geschaut, die ihm anvertraut waren. Doch irgendwo auf dem Weg ist sein Herz korrupt geworden. Und dann stand nicht in seinem Fokus Gott und das, was Gott für ihn und für sein Volk will, und noch weniger das Volk, das ihm Amt vertraut wurde, sondern nur er alleine. Und da sieht man, wie er mit dieser Botschaft umgeht, dass David ihn als König absetzen soll, dass David König sein soll und nicht er. Er ist hin und her gerissen, weil sie doch Freunde sind, aber sein Herz will bei dieser Königsherrschaft bleiben, weil es ihm Vorteile bringt. Und so zieht er in den Kampf gegen David, und es gibt mehrere Auseinandersetzungen. Das ist, was wir heute gehört haben, ziemlich am Ende dieses Kampfes, wer König wird. Und wir sehen David, also den Saul, wie er da mit einem größeren Heer, also mit Kämpfern, mit dem Militär zieht, um gegen David zu kämpfen. Er schlägt irgendwo Lager auf und geht dort schlafen. Also das macht man halt so in der Nacht, man schläft, und er ist in einem Zelt geschlafen, anscheinend nicht besonders gut bewacht, weil David mit ein paar Kumpels ziehen aus, um sich das Ganze anzuschauen, um sich Überblick zu verschaffen. Und sie können in das Lager eindringen. Also anscheinend sind die Wachen blind, taub gewesen oder sind geschlafen oder hat niemand bewacht. Sie gehen in dieses Lager ein. Und es geht so weit, dass sie sogar in das Zelt von Saul, vom König Saul, eindringen können. Und da sehen sie ihn unbewacht, wie er schläft. Und der Kumpel von David, der heißt Abishai, sagt ihm, naja, jetzt hast du die Chance, mach dem Ganzen ein Ende und erschlage Saul. Und so ganz objektiv gesehen, wenn man sich also den Gewinn daraus anschauen sollte, wäre es gar nicht so schlecht, den Saul zu töten. Das würde dem Volk Israel vieles ersparen. Kämpfe, Menschen, die gestorben sind dann in diesem Kampf, und Dinge, die zerstört wurden. Das ist die alte Frage der Moraltheologie nach dem Tyrannenmord, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Aber Saul schläft und David beschließt, das werde ich nicht tun. Und der Grund dafür ist, dass Davids Herz anders als das des Sauls ist. Sauls Herz ist korrupt geworden, schaut nur auf sich selber. Und Davids Herz ist arglos. Ich will nicht sagen rein, weil rein war sein Herz auch nicht. Aber arglos. Das ist das, wovon Jesus auch ein bisschen im Evangelium heute spricht. Also wir haben so zwei Gestalten, denn Saul mit einem verhärteten und korrupten Herzen und den David mit einem weichen und arglosen Herzen. Um es noch zu verdeutlichen,
kann man sich anschauen, was in diesem Zelt ist. David nimmt zwei Sachen mit, einen Wasserkrug, habe ich keine Ahnung, warum er mitnimmt, der neben dem Kopf Sauls lag, und einen Speer. Und mit diesem Speer ist es so eine Sache, der war in die Erde reingedrückt, also der stand so. Und ein Speer, der Speer des Königs, ist ein Zeichen für seine militärische Überlegenheit, für seine Macht, für seine Kraft. Und die Erde, in dieser Speer steckt, das Wort, das hier verwendet wird, ich will euch mit Grammatik nicht langweilen, weil ich sowieso Hebräisch nicht kann, aber ich habe es nachgelesen, und dort bezeichnet dieses Wort für Erde, in die dieser Speer eingestopft ist oder reingedrückt ist, den Besitz. Also das, was Saul besitzt, markiert er mit seinem Speer, mit Macht, mit Überlegenheit, mit Kraft, nicht mit dem Mandat Gottes. Und das wird ihm sogar weggenommen, also David stiehlt es, um es die Sache beim Namen zu nennen, nimmt es mit, um auch dann dem Saul zu zeigen, ich konnte dich töten, habe es aber nicht getan, weil es nicht gut wäre. Also wir haben so zwei Gestalten, diesen Saul und diesen David. Und man kann schon erahnen, wir sollten eher so werden wie David, in dieser Situation zumindest. Also David ist nicht unbedingt ein Beispiel, dem man folgen sollte in jeder Hinsicht. Er hat auch Arges getan. Aber in dieser Situation sollen wir eher wie David werden. Ist die Frage jetzt, wie gewinnt man so ein argloses und, ich würde sagen, weiches Herz? Ein Herz, das auf Gott ausgerichtet ist. Und die Antwort darauf ist im Evangelium. Da muss man auch ein bisschen sich anschauen, was Jesus hier sagt. Er sagt den Jüngern, tut verschiedene Dinge, weil es so sein soll. Also er begründet nicht, also am Ende sagt er so ein kleines Schmankerl, naja, wenn ihr Menschen Gutes tut, wird euch Gutes widerfahren, und wenn nicht, dann wird euch Gott das vergelten. Ist eine nette Vertröstung, aber Jesus bezweckt etwas anderes damit. Er will seine Jünger lehren, wie sie dieses argloses, weiches, gutes Herz gewinnen. Und Jesus sagt verschiedene Dinge. Also er sagt, liebt, segnet, betet, haltet die andere Wange hin, gibt den Leuten, was sie von euch haben wollen, und so weiter und so fort. Wenn man sich die Verbformen hier anschaut, fast alle dieser Verbe sind im Imperativ Präsens. Ich bin nicht so der Grammatikfreund, aber das muss sein, das ist ein Befehl. Bis auf ein Wort. Jesus befiehlt seinen Jüngern, Dinge zu tun. Und da gibt es einfach für seine Jünger keinen Spielraum zur Diskussion. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Wenn du guter Christ, gute Christin sein willst, wenn du Christus nachfolgen willst, mach das. Bis auf eines. Und dieses eine ist erstaunlicherweise das Beten. Jesus befiehlt seinen Jüngern nicht das Gebet. Das hat einen guten Grund. Weil all die Dinge, die er uns befiehlt und seinen Jüngern damals, dass man Menschen Gutes tun soll, um jeden Preis, soll eines bewirken, dass unser Herz sich öffnet. Und es besteht die große Gefahr, dass du ausgenutzt wirst. Das ist real. Das ist auch die politische Debatte, zum Beispiel um Leute, die bei uns Asyl suchen. Ist es gerechtfertigt, Leute aufzunehmen, die nur aus finanziellen Gründen zu uns kommen oder nicht? Aber das ist eine gesellschaftliche Frage. Hier geht es um dich. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr sollt den anderen Gutes tun, auch wenn ihr die Gefahr läuft, dass sie euch ausnutzen. Das ist schon heftig. Und Jesus lässt hier keinen Spielraum für Diskussionen.
weil er weiß, wenn wir so ein Herz wie David bekommen sollen, müssen wir etwas dafür tun. Und du bist gut beraten, wenn du diese Dinge tust, die Jesus heute hier anführt. Er zeigt, wie du dein Herz öffnen kannst. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich bin nicht besonders alt, jung bin ich auch nicht mehr, aber meine Erfahrung ist, wenn ich anderen Menschen Gutes tue, meistens wird mein Herz dadurch offener. Weil ich muss mich dafür entschließen, manchmal mich da zu überwinden. Und manchmal kommt mir entgegen auch eine gewisse Freundlichkeit dann als Dank. Und das bewirkt dann auch, das ist eine billige Psychologie, was ich euch jetzt erzähle, dann bewirkt es auch, dass ich freundlicher werde. Das ist keine Hexerei. Also Jesus kennt uns Menschen. Er weiß, wie wir ticken, wie unsere Herzen gestrickt sind. Deswegen diese klare und eindeutige Empfehlung, was wir tun sollen. Also du bist dazu eingeladen und gerufen, als einer, der Christus nachfolgt, Gutes zu tun, auch um den Preis, dass du ausgenutzt wirst. Jetzt zum Gebet, warum Jesus das nicht befiehlt. Aus einem einfachen Grund, weil im Gebet geht es nicht darum, etwas zu tun, zu leisten. Und da gibt es keinen Automatismus drinnen. Bei den anderen Sachen, da besteht schon ein gewisser Automatismus. Dann, wenn du die Dinge tust, dann wird es so werden, dass dein Herz offener wird. Aber beim Gebet geht es um eine Beziehung zu Gott. Und du kannst nicht jemanden befehlen, ja, jetzt bau deine Beziehung zu Gott auf. Das ist etwas, was selbstverständlich ist. Darüber kann man mit Gott diskutieren, wie viel ich beten soll und wie viel nicht, wofür ich beten soll und wofür nicht. Aber dieses Diskutieren mit Gott ist auch eine Beziehungspflege. Und das ist auch Gebet. Deswegen braucht Jesus das seinen Jüngern, also auch mir und dir, nicht zu befehlen. Das Gebet ist das Natürlichste, was ein Christ tun sollte. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können so korrupt werden in unserer Nachfolge, wie es Saul geworden ist. Auf jeden Fall. Und das sieht man auch in der jetzigen Debatte, wo einige Bischöfe in Rom sind und sich das anschauen müssen, was korrupte Herzen anstellen können. Aber dein Herz kann auch so arglos und gut werden wie das Herz Davids, zumindest in der Geschichte, die wir heute gehört haben. Dafür muss man aber etwas tun, anderen Menschen Gutes. Das ist das, was ein gutes, argloses Herz bewirkt. Und bete dabei, rede mit Gott darüber, über deine Schwierigkeiten in diesem hohen Anspruch zu entsprechen, seinem Aufruf zu folgen. Zeige ihm, wo deine Freuden sind, wo deine Sorgen sind. Und er wird dich hören. Du wirst sehen, deine Nachfolge wird fruchtbarer, also sie wird für dich spürbarer. Da wird sich dein Leben auch um einiges verändern. Ich will nicht sagen, dass es einfacher wird, aber es wird sich verändern, wenn du das tust, was Jesus mir und dir ans Herz legt.